Ah, der Masttaschenmesser von der Firma Lotharlife. Wenn euch das interessiert, dann bleibt's dran. Masttaschenmesser mit VG10 Stahl von der Firma Lotharlife. Kommt in so einer richtig geilen Lederscheibe. So ein Druckknopf. Pack. Greift sehr extrem wertig an, ist richtig dick, also wirklich gut verarbeitet. Das Coole an der Lederscheibe ist das, man sieht die einzelne Vernähung, was mir persönlich richtig gut gefällt. Dann haben wir da drauf so ein, ja, was soll das sein, so Federnoptik, keine Ahnung, also im Indianer-Western-Stil, finde ich nicht einmal so schlecht jetzt. Also Scheide durchaus brauchbar. So, kommen wir mal zum Messer selber. Das Messer selber hat einen ziemlich stabilen Clip, also meiner Meinung nach ein bisschen zu fest, aber dafür heute wenigstens gut. Das Ganze ist ein Flipper, zack, Klinge ist raus. Die Klinge hat wirklich so ein richtig geiles, schönes Wellenmuster. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera so gut sieht, aber es ist richtig schön. Anscheinend 67x gefaltener VG10er Damaststahl, was, ich bin kein Stahlexperte, aber meiner Meinung nach ziemlich cool ist. Das Ganze ist eine Drop-Point-Klinge und ein Liner-Lock. Liner-Lock, das heißt Einhandmesser arretiert in Deutschland, leider Führungsverbot, 42A, in Österreich natürlich kein Problem. Wir haben da außen ein Sandelholz, VG10er Stahl. Ich muss sagen, es sitzt richtig gut in der Hand, also wenn man es wirklich für meine Handgröße ist optimal. Es liegt gut in der Hand, es lässt sich super damit arbeiten. Ich habe es jetzt schon seit, ich glaube, einem Monat oder so im Gebrauch. Und es ist immer noch wirklich top. Und ich habe dem Messer echt nichts geschenkt. Ich habe wirklich damit alles Mögliche gemacht. Ich bin mehr als zufrieden damit. Da ist auch noch so eine eingearbeitete, so eine Viking Dragon Optik ein bisschen, das ist auch ganz geil. Trifft meinen Geschmack auf jeden Fall, das Ding. Und ja, eigentlich ein ganz geiles EDC-Messer. Jetzt werden wir es einmal testen, was er so im Praxis kann. So, dann probieren wir es einmal aus. Das Ding ist vom Schneiden her also wirklich, das geht richtig gut. Also man lässt sich auch so richtig schön fein arbeiten. Also ich liebe es. Wirklich. Das tragt da ordentlich was ab, wenn man will. Das Gute ist, dass die Schärfe bleibt. Also ich habe das jetzt wirklich einen Monat dabei und es ist immer nur scharf. Ich habe es nicht einmal noch schärfen müssen. Und ich habe wirklich viel damit geschnitzt. Sehr, sehr viel. Haha, zum Spaß ein bisschen betonen. Ja, hält es natürlich auch aus, aber sollte man aufgrund der Verriegelung natürlich nicht machen, ist begünstigt das Messer natürlich nicht. Dann schauen wir gleich mal wegen Feuerstahlbedienung. So, weil die Messerkante ist wirklich extrem scharf. Also die ist richtig arg rau. Schauen wir mal. Ja, es funktioniert einwandfrei. Also wirklich. Tut dem Messer auch gar nichts. Überhaupt nichts. Also wirklich, das ist echt ein Top-Ding. Muss ich ehrlich sagen, also für das Geld. Und trotzdem performt sein Auto ziemlich gut. Also meine Meinung zu dem Teil, richtig top. Für den Preis auch richtig cool. Also ich glaube, es kostet zwischen 50 und 60 Euro oder so. Also echt nicht so teuer. Kommt als Geschenk ziemlich cool aus. Also es wird in einer richtig schönen Verpackung geliefert, so eine braune Schachtel und dann die Lederscheiben drinnen, ein Tierchen zum Reinigen dabei, eine Bedienungsanleitung natürlich, alles dabei. Es ist Gold, es hat ein Kugellager drinnen. Meiner Meinung nach ein echt richtig cooles Messer. Ich habe meinen Spaß damit, ich werde sicher noch länger dabei haben und dann öfter dabei haben. Wenn ihr das Messer kennt oder das Messer habt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie es ihr so findet. Von mir auf jeden Fall top. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Video und ciao.